Hallo und herzlich willkommen in der Libubble. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Der Valentinstag steht vor der Tür. Ich selber habe damit recht wenig am Hut und muss auch zugeben, dass mein Mann, glaube ich, in fast 20 Jahren ein einziges Mal mit einer Rose nach Hause kam, weil es die gratis in seiner Firma gab, aber für romantische Hörbücher braucht man natürlich gar keinen Grund. Heute gibt es Die Silberne Verlobung. Das ist eine Geschichte aus der Leberecht-Hühnchen-Serie und ich glaube, es ist eines der schönsten romantischen Hörbücher auf dem Kanal. Ich bin gespannt, wie dir es gefällt. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, mach's dir bequem, kuschel dich ein und ich wünsche dir viel Spaß mit unserem heutigen Hörbuch. Die Silberne Verlobung vor einigen zwanzig Jahren sah die Chausseestraße in Berlin anders aus als jetzt. Vom Oranienburger Tore aus reihte sich an ihrer rechten Seite eine große Maschinenfabrik an die andere, in fast ununterbrochener Reihenfolge. Den Reigen eröffnete die weltberühmte Lokomotivenfabrik von Borsig mit den von Strack erbauten schönen Säulengängen. Dann folgten Egels, Pflug, Schwarzkopf, Wöhlert und viele andere von geringerem Umfang. In den Straßenlamm hineintönte überall schallendes Geräusch und das dumpfe Pochen mächtiger Dampfhämmer erschütterte weithin den Boden, so dass in den Wohnhäusern gegenüber die Fußböden zitterten, die Gläser klirrten und die Lampenkuppeln klapperten. Zu gewissen Stunden war die Straße ein Flussbett mächtiger Ströme von schwärzlichen Arbeitern, die aus all den Fabriktoren in sie einmündeten. Und es gab eine Zeit, da in ihr jährlich mehr Lokomotiven gebaut wurden, als im ganzen übrigen Deutschland zusammengenommen. Diese Zeit ist längst vorüber, und fast alle diese mächtigen Fabriken sind verschwunden das ungeheure steigen des bodenwertes und die notwendig hohen arbeitslöhne in einer stadt in der das leben immer teurer wurde haben ihn den gar ausgemacht teils wurden sie noch auswärts verlegt in billigere gegenden wo der große raum den solche fabriken beanspruchen nicht millionen sondern nur hunderte wert war teils gingen sie auch zugrunde die gebäude wurden abgebrochen. Und die großen Plätze, auf denen sich damals eine mächtige Tätigkeit regte, sind jetzt bedeckt mit Straßen und jenen zellenreichen, himmelhohen Bienenstöcken, die man Mietskasernen nennt. Ich lernte diese Gegend in jener früheren Zeit gut kennen, denn ich wohnte dort und habe auf dem technischen Büro einer jener großen Fabriken ein und ein halbes Jahr gearbeitet. Es war meine erste Stellung in Berlin. Der große Zeichensaal, in dem ich mit vielen anderen damals hauste, ist nun auch schon längst verschwunden. Aber wie deutlich steht er mir noch vor Augen. Er lag an der Straße und erhielt seine Beleuchtung an beiden Langseiten durch eine stattliche Reihe von Fenstern, die ihr Licht auf viele große Zeichentische warfen. An jedem dieser Tische klapperte ein etwas stubenfarbiger Jüngling, gar eifrig mit Reisschiene und Dreieck, und unablässig vernahm man das leise scharrende Geräusch der Bleistifte und Reißfedern. Von einem dieser Tische zu dem anderen begaben sich die Vorstände der verschiedenen Abteilungen, des Maschinenbaues, des Brückenbaues und des Lokomotivenbaues. Und sie führten weise und erläuternde Gespräche mit ihren Untergebenen, tadelten gern und lobten selten fast nie ließ sich der Fabrikbesitzer in dem Zeichensaal sehen. Denn diese ganze Art von Arbeit war dem rein praktischen Mann, der sich vom Schlossergesellen emporgearbeitet hatte, unsympathisch und erschien ihm, das ja ohne das leider nicht ging, mehr als ein notwendiges Übel. Nur zuweilen, wenn er einen guten Bekannten oder einen großen Kunden persönlich in der Fabrik herumführte, tauchte der kleine, rundliche, stets grau gekleidete Mann mit diesem in der Tür des Saales auf und sagte mit einer zusammenfassenden Armbewegung, »Das sind nur meine Malersch. und dann verschwand er wieder. Die ganze Mitte dieses Saales wurde durch einen ungeheuren Tisch eingenommen, der zugleich als Schrank für die vielen Zeichnungen diente, die sich in einer großen Fabrik ansammeln. Aus seinen Seiten konnte man bis zum Boden herunter unzählige Fächer herausziehen, die angefüllt waren mit ölfleckigen und von Arbeitsfingern schwarz betuften Blättern aller Art und Größe. Und auf der mächtigen Fläche dieses Tisches konnte man sie ausbreiten und besichtigen. Zuweilen hockte auch auf ihm ein besonders langbeiniger Zeichner, dem die Aufgabe zugefallen war, das Triebrad einer Schnellzugmaschine oder ein Schwungrad in natürlicher Größe zu entwerfen, für welches Zeichnungsmonstrum natürlich ein gewöhnlicher Tisch zu klein war. Er arbeitete daran mit einem Stangenzirkel von unabsehbarer Länge, einer überlebensgroßen Reisschiene und entsprechendem Dreieck. Bald kniete er auf dem Blatte, das sein spitzes Hinterteil wie ein Gebirgsgipfel in die Luft ragte. Bald lag er mit dem Bauch darauf wie ein Krokodil, das sich sonnt. Bald auf der Seite gleich einem Seehund und schien sich bei dieser Art von Arbeit ganz besonders wohl zu fühlen. Die drei Abteilungsvorstände nebst dem über dem ganzen schwebenden Oberingenieur hausten für gewöhnlich in zwei seitwärts gelegenen, ineinandergehenden Zimmern und bildeten dort den Generalstab. Außerdem aber war in einem dieser Zimmer noch ein Mann untergebracht, der weder zu den gewöhnlichen Zeichnern und Konstrukteuren noch zu den befehlenden Geistern gehörte, sondern gleichsam eine Mittelstellung zwischen beiden einnahm. Er hieß Johannes Gram, und obwohl er eben 47 Jahre alt war, so sprach von ihm jeder Mann doch nie anders als von dem alten Gram. Es gibt eben Menschen, die als alte Männer geboren werden. Ruchlose Spötter nannten ihn auch wohl, wenn er nicht dabei war, das Neunauge, denn es ging ein Gerücht, daß er außer seinen zwei gewöhnlichen noch sieben Hühneraugen besitze. Dieser Meinung entsprach auch der vorsichtig schleichende Gang, mit dem er den ganzen Tag in dem großen Büro herumschnorte und bald an diesem, bald an jenem Tische weise und lehrreiche Gespräche führte, die sich nicht immer auf die vorliegende Arbeit, sondern auf alle möglichen Gegenstände bezogen. Denn Herr Johannes Gram war ein Mann von allerlei Interessen. Nur für die Arbeit war er nicht allzu sehr eingenommen. Und sehr selten kam ein Blatt von seinem Zeichentisch hinaus in die Werkstatt. Jedoch hatte er bald hier, bald dort den ganzen Tag mit angenehmen Gesprächen zugebracht. Auch bisweilen wohl einen Gang in das Kontor oder in die Werkstatt unternommen, so war es ganz sicher, dass sich so gegen dreiviertel sieben Uhr mit einem Mal sein Gewissen regte dann unterbrach er sich plötzlich in der anregendsten Unterhaltung, sah nach der Uhr, schwenkte einige Male wie in großer Verwunderung über die eilige Flucht der Zeit seine Hand auf und nieder und ging so eilig wie er konnte in sein Zimmer an den Zeichentisch. Dann flog die Reisschiene, dann klapperte das Dreieck, dann fuhren in verspätetem Eifer die Linien über das Blatt, und wenn ihn dann um sieben Uhr jemand aufforderte, mit nach Hause zu gehen, hatte er nur eine abwehrende Handbewegung für ihn. So wütete er noch zehn bis fünfzehn Minuten weiter, bis sich das ganze Büro geleert hatte, und schlich dann ebenfalls in sein einsames Junggesellenheim. Tja, man wird sich fragen, wie bei der straffen Einrichtung eines solchen technischen Büros, wo von jedem Einzelnen eine anstrengende Tätigkeit gefordert wird, eine solche Erscheinung möglich war. Na, ja, der alte Gram bildete eben eine Ausnahme. Er gehörte sozusagen zum Inventar des Büros und war von Anfang an dort gewesen, länger als irgendein anderer. Er hatte manche Herrscher und viele Beherrschte kommen und gehen sehen, aber er war geblieben, und ohne den alten Gram konnte man sich das Büro gar nicht vorstellen. Der Oberingenieur schalt zuweilen halb scherzhaft auf das alte Fossil. Allein ihn wegen seiner Bummelei zur Rede zu stellen oder ihn gar zu entlassen, das fiel ihm nicht ein. Er wusste wohl, dass dieser Mann in seiner Art unentbehrlich war denn in ihm vereinigte sich die ganze Geschichte der Fabrik, und von allem, was die Vergangenheit betraf, wusste er Bescheid zu geben. Fragte man nach irgendeiner Zeichnung, der alte Gram hatte sie auf den ersten Griff. Wollte man von einem Laufkran, einer Wasserhaltungsmaschine, einer Ölpresse etwas wissen, die vor Jahren gebaut waren, so kannte er alle ihre Eigentümlichkeiten und wusste, wie sie sich bewährt und welche Fehler und Vorzüge sie gezeigt hatten. Er nahm teil an den Beratungen des Generalstabs und sprach öfter dabei ein entscheidendes Wort. Er war stets bereit, jedem der jüngeren Leute bei seiner Arbeit mit Rat und Tat beizustehen, und so verzieh man ihm, dass er in das Alter gekommen war, wo man nicht mehr gern den ganzen Tag mit dem Bauch auf dem Zeichentisch liegt. Johannes Gram war mein Landsmann. Ich hatte ihn schon vor Jahren in Güstrow kennengelernt, wo er auf einer Reise kurze Zeit verweilte und das technische Büro, in dem ich beschäftigt war, besuchte. Er imponierte mir damals sehr, denn er kam doch aus einer großen, berühmten Fabrik der großen Stadt Berlin und war, was sich einst werden sollte, ein alter, erfahrener Ingenieur. Zudem zeichnete er sich dadurch aus, dass um seinen Mund fast stets ein ironisch-sarkastisches Lächeln spielte. Ich hielt ihn deshalb für einen weltüberlegenen Geist, vor dessen Augen die Menschheit nur ein Mückenschwarm ist, der im Sonnenschein spielt. Ich dachte es mir köstlich seines Umganges gewürdigt zu werden und von seiner Weisheit Vorteil zu ziehen. Wenn er mit seinen wasserblauen Augen über die Brille hinweg mich mit diesem vernichtenden Lächeln anblickte, so kam ich mir außerordentlich gering und kleinstädtisch vor und sagte mir, dass ich noch viel an mir zu arbeiten hätte, um auf eine solche Höhe zu gelangen. Ach, ich wusste damals nicht, dass dies überlächelnde Lächeln weiter nichts war als eine leere Maske, hinter der sich eine abgrundtiefe, wehrlose Gutmütigkeit zu verbergen trachtete, und dass der Inhaber dieser künstlichen Grimasse kaum eine Ahnung von Ironie und Sarkasmus besaß. Ich dachte mir damals, dieser Mann müsse ungemein witzig sein, wenn er nur wolle. Allein auch dies war eine gewaltige Täuschung, denn ich habe nie mehr als einen einzigen Witz von ihm gehört, den er noch dazu alljährlich an einem bestimmten Tag wiederholte. Am 22. Dezember nämlich, wenn eben der kürzeste Tag gewesen war, ging er in der Abenddämmerung im Büro herum und knüpfte überall ein kleines Gespräch an. Am Schluss dieses begann er sanft die Hände umeinander zu reiben, Sah mit listigem Blick in den Abendhimmel und sagte mit einem Ausdruck unendlicher Schlauheit: Ach ja, man merkt doch schon, wie die Tage länger werden. Dem Umstand der Landsmannschaft verdankte ich es, dass mein alter Wunsch in Erfüllung ging und ich seines Umganges besonders gewürdigt wurde. Allerdings ohne, dass ich die geträumten Vorteile daraus zog. Er unterhielt sich mit mir gern über Mecklenburg, ein Land, das seiner Meinung nach ein Eldorado war, ein Ort, wo Milch und Honig fließt, wo es die größten Beefsteaks, die köstlichsten Schinken, die dicksten Mettwürste, die längsten Spickale, die fettesten Gänse und die besten Äpfel gab, welche letzte Tatsache allerdings auf Wahrheit beruht eine Lieblingsgeschichte von dem übrigens gänzlich bedürfnislosen und für die eigene Person mit dem magersten Futter zufriedenen Mann war, wie er auf der vorhin erwähnten Reise in eine kleine Stadt gekommen sei und sich in seinem Gasthause ein kaltes Abendbrot bestellt habe. Ich dachte mir natürlich sagte er, es würde so ein Teller voll Aufschnitt geben wie in Berlin. Aber als ich in das Speisezimmer kam, da war da ein Tisch gedeckt wie für ein Dutzend ausgehungerte Kürassiere. Da lag ein Spickal drauf so lang wie mein Arm und auch so dick und kalte junge Brathühner. Und ein Tönnchen mit neun Augen und eins mit Anchovis und kalte Hammelbraten und Kotlets und Ölsardinen und marinierte Heringen und Schinken und Wurst und Rauchfleisch und vier Sorten Käse, darunter Schafskäse, wofür ich mein Leben lasse. Und noch mehr Sachen. Ich konnte nicht alles auswendig lernen. Und das alles für mich allein, weil ich zufällig an dem Tag der einzige Gast in dem Hotel war. Es überwältigte mich ordentlich, als ich mich an den Tisch setzte, und ich hätte beinahe weinen mögen, dass ich kein Esser bin. Ja, Mecklenburg, das ist ein schönes Land. Als sie mir diese Geschichte zum dritten Mal erzählt hatte, denn er gehörte zu den Leuten, die sparsam mit ihren Geschichten sind und möglichst oft von ihnen Gebrauch machen, da sah er eine Weile ganz verklärt vor sich hin. Und dann schien sich allmählich ein Gedanke in ihm auszubilden. Er begann nach seiner Gewohnheit die Hände umeinander zu reiben, sah mich über die Brille hinweg an, wozu er unbeschreiblich ironisch lächelte und sagte mit einer gewissen vorsichtigen Schüchternheit, Möchten Sie wohl heute einmal bei mir echt mecklenburgisch zu Abend essen? Ich muss gestehen, dass ich erschrak, wie man immer erschrickt, wenn etwas ganz Unerwartetes geschieht. Sollten diese üppigen mecklenburgischen Tage schlemmerische Gewohnheiten in ihm erzeugt haben? Doch das stimmte ja gar nicht zu seiner sonstigen, mehr als einfachen Lebensweise, zu seinem Frühstück, bestehend aus zwei trockenen Semmeln und einem Scheibchen Wurst und seinem Mittagstisch zu sechs Silbergroschen mit Schwarzbrot nach Beleben. Außerdem war es, soviel ich wusste, noch niemals vorgekommen, dass er jemanden eingeladen hatte. Er war im Allgemeinen sehr knauserig und wurde gern mit seinen gesparten Schätzen geneckt, was er übrigens durchaus nicht mochte. Doch zerstreute er bald meine Besorgnisse, indem er fortfuhr: Natürlich, so üppig geht es bei mir nicht her, so fettfiedelt Lux nicht, nein, bei mir gibt es Pellkartoffeln mit Hering und Speckstippe, was für jeden guten Mecklenburger ein feines Gericht ist, und wo auch andere Nationen was für überhaben. Wollen Sie? Ich fühlte mich natürlich sehr geehrt und sagte selbstverständlich zu. In diesem Augenblick sah der alte Gram nach der Uhr und bemerkte, dass es halb sieben war. Da er nun wegen dieser Einladung nicht wie gewöhnlich seine zehn bis fünfzehn Minuten nachsitzen konnte, so erwachte sein Gewissen heute ein wenig früher als sonst. Er eilte unter den gewöhnlichen Ausdrücken hoher Verwunderung über die Flüchtigkeit der Zeit in sein Zimmer, und bald hörte ich an einem starken Schnurren seiner Reisschiene und dem Klappern des Dreiecks, dass er mächtig an der Arbeit war. Als ich um sieben Uhr kam, ihn abzuholen, hatte er sich bereits fertig gemacht, und wir begaben uns gemeinschaftlich zu seiner Wohnung, die in der Gartenstraße gelegen war. Unterwegs machte er einige Einkäufe, er stand in einem Keller nach sorgfältiger Auswahl zwei silberblanke Heringe und holte sich aus seinem Gemüseladen eine Handvoll Zwiebeln. Er zeigte sie mir und sagte Als ich das erste Mal in Berlin Zwiebeln kaufte, Bekam ich nicht so viele. Ich war damals noch nicht lange hier und ging in den Keller und forderte etwas zaghaft für sechs Pfennige Zwiebeln. Die Frau sah eine Weile nachdenklich aus, dann nickte sie, weil sie wohl dahinter kam, was ich eigentlich wollte und hatte unterdes auch wohl festgestellt, dass ich nicht von hier wäre. Ich bekam zwei kleine Dingerchen, die kaum zu sehen waren. Im Laufe der Zeit bin ich nun dahinter gekommen, wie man Zwiebeln überhaupt kaufen muss. Jetzt gehe ich kühn und zuversichtlich in den Keller und fordere mit starker Stimme »von Sechserbollen. Bollen! Sehen Sie, dann gibt's so viele!« So schloss er und schaute mit wahrhaft mephistophelischem Grinsen auf seine gefüllte Hand. Er wohnte in der Gartenstraße in einem hässlichen Haus. Die schmutzige Treppe und der Geruch nach aufgewärmtem Kohl, der dort herrschte, erweckten keine besonderen Erwartungen. Umso größer war meine Überraschung, als ich in sein sauberes und freundliches Wohnzimmer trat, das zwar einfach, aber nett und sehr reichlich mit Möbeln ausgestattet war. An den Fenstern standen schöne Blumen. Es sah bei ihm so ordentlich und sauber aus wie bei einer alten Jungfer die wohnung bestand aus zwei zimmern einem kämmerchen und einer vollständig eingerichteten küche in die wir uns jetzt begaben meine überraschung wuchs denn ich hatte ihm nie mehr als das gewohnte etwas unwirtliche chambre zimmer zugetraut und in dieser küche fehlte nichts was in eine zwar einfach aber ordentlich eingerichtete küche gehört das nötige Geschirr hing an den Wänden oder blinkte durch die Glasfenster des Küchenschrankes und alles war sauber und ordentlich gehalten. Der alte Gram zog sich seinen Hausrock an und band eine mächtige Küchenschürze vor. So dann machte er sehr geschickt Feuer auf dem Herd und ehe er begann die Kartoffeln zu waschen, von denen ein kleiner Vorrat vorhanden war, holte er ein weißgescheuertes Brett von der Wand aus dem Küchenschrank ein Messer und aus der Speisekammer ein Stück Speck, legte alles auf den Küchentisch zu den Zwiebeln und fragte, Würden Sie sich wohl getrauen, diesen Speck in viertelzöllige Würfel und diese Zwiebeln in feine Löckchen zu zerschneiden? Natürlich, sagte ich sehr zuversichtlich, ich koche selbst und mache mir fast jeden Abend meine Carbonade oder mein Beefsteak. Ha, oh, sehr interessant, sagte er. Wie machen Sie denn das Beefsteak? Vielleicht kann man da noch etwas lernen. Es gibt verschiedene Methoden. Zunächst, antwortete ich, kaufe ich mir ein halbes Pfund Schabelfleisch. Üppig, üppig, meinte er. Anderthalb Viertel ist schon sehr reichlich. So dann lege ich dies Fleisch zu Hause auf ein Blatt weißes, starkes Papier und halte es gegen den Ofen. Warum gegen den Ofen? Fragte er höchst verwundert. Nun, auf dem Tische baut es das so, dass man es im ganzen Hause hören kann, denn nun nehme ich meinen Stiefelknecht und wamse das Fleisch so furchtbar durch, dass es nur noch in Fetzen zusammenhängt. Das schadet nichts, denn in der Pfanne zieht sich alles wieder zusammen. Ja, das stimmt, sagte er befriedigt. Aber was den Stiefelknecht betrifft, Stiefelknecht ist gut. Und er grinste vor Vergnügen wahrhaft teuflisch. Ich benutze ihn nur zu diesem Zwecke, sagte ich entschuldigend. Zum Stiefel ausziehen habe ich einen anderen. So dann salze ich das Fleisch und mache auf meinem Spiritus-Schnellkocher in einer kleinen Weißblechpfanne wenig Butter braun, so braun, dass sie nicht im geringsten mehr schreit, sondern ganz mausestill ist. Denn das Beefsteak soll nicht schmoren, sondern braten und so muß erst alles Wasser heraus aus der Butter. Dann bekommt nämlich das Fleisch einen so mordsmäßigen Schreck, wenn ich es nun plötzlich in das heiße Fett lege, dass es sich sofort mit einer Haut überzieht, die den Saft nicht auslaufen lässt. Der alte Gram nickte sehr wohlwollend zu der Fülle meiner Kenntnisse. Ich aber fuhr fort ist es nun auf der einen Seite gut, dann hebe ich es eine Weile heraus, bis die Butter zum zweiten Mal still wird. Und nun kommt die andere Seite dran. Ist auch diese gut, lege ich das Beefsteak auf einen Teller und nun mache ich etwas mehr Butterbraun als das erste Mal. Da hinein kommen die Zwiebeln, die ich schön braun brate. Diese Soße muss so heiß werden, dass das Beefsteak schreit, wenn sie drüber gegossen wird.« dieses sieht dann mit krausen Zwiebellöckchen bedeckt, schön dunkel glänzend und appetitlich aus und nicht blass und hellgrau, in ausgetretenem Safte schwimmend, wie Dilettanten es zurechtzuschmoren pflegen. Oh, alle Achtung! sagte der alte Gram und legte die Hand militärisch an seine Schläfe. Sie dürfen heute Speckstippe machen. Unterdessen war er nicht müßig gewesen, sondern hatte seine Kartoffeln gewaschen und aufgesetzt. Und nun machte er sich im Wohnzimmer zu schaffen, während ich mich meiner angewiesenen Arbeit mit großer Hingebung widmete und wahrhaft ideale Speckwürfel und Zwiebelöckchen zustande brachte. Als er nun seine Kartoffeln gekocht, das Wasser abgegossen und sie zum Abdampfen auf den warmen Herd gestellt hatte, brachte ich dann auch eine Speckstippe zustande, die die Küche mit einem wahrhaft bezaubernden Duft erfüllte und den alten Gram, der gerade wieder aus dem Wohnzimmer kam, zu lüsternem Schnuppern verführte. Wir trugen auf. Der alte Gram hatte sauber den Tisch gedeckt, und es sah wirklich nicht aus wie in einer Junggesellenwirtschaft. Als nun von den Kartoffeln nur noch ein Haufen Pellen, von den Heringen ein paar traurige Gräten und von der bewundernswürdigen Speckstippe gar nichts mehr da war, sagte der Gastgeber Ich könnte nun wohl von der Tochter meiner Aufwärterin, die hier auf demselben Flur wohnt, ein paar Flaschen Bier herumholen lassen. Aber es war heute ein kühler Tag und der Regen klatscht schon wieder an die Fenster. Ich denke, wir machen uns ein Gröckchen. Ich hatte nichts dagegen, obwohl wir Anfang Juli hatten, denn ich stammte aus einer Gegend in der Nähe des Seestrandes, wo man den ostpreußischen Maitrank auch im Sommer fleißig genießt. Und wo man die Geschichte erzählt, dass ein bei solchem Anblick erstaunter Fremdling auf seine Frage Aber Leute, was trinkt ihr denn im Winter? die Antwort erhalten habe e, viel Grock. Das erwärmende und belebende Getränk machte mein Wirt noch mitteilsamer, als er heute schon war. Beim zweiten Glas merkte ich, dass er sich mit dem Gedanken trug, mir etwas anzuvertrauen. Allein er kam nicht hinaus über die Anfänge und Andeutungen, die ich nicht verstand. Endlich schien er Mut zu fassen, sah mich eine Weile forschend an und sagte dann, ist Ihnen nicht aufgefallen, wie vollständig eingerichtet ich bin? Jawohl, antwortete ich, eine förmliche kleine Aussteuer. Ja, Aussteuer, das ist das richtige Wort. Und Sie haben noch nicht alles gesehen. Damit öffnete er die Tür zu einem geräumigen Schlafzimmer und ließ mich hineinschauen. Ich sah dort in der beginnenden Abenddämmerung eine gute und vollständige Einrichtung für zwei Personen. Das andere Bett stand an der Wand dem sein gegenüber, war hoch mit unzähligen Kissen bepackt und mit einem Laken zugedeckt, das sorgfältig an den Seiten eingestopft war. Wohl für Logierbesuch, sagte ich, indem ich auf das zweite Bett deutete. Logierbesuch? fragte er verwundert ich habe nie logierbesuch sie wissen übrigens doch dass ich verlobt bin ich hatte allerdings gehört dass er damit geneckt wurde es gab öde spötter die behaupteten er heiratete nur nicht weil es zu teuer sei nach dem muster jenes geizhalses der aus angst vor den begräbniskosten nicht sterben konnte und uralt wurde doch so sagte ich dann steht die Hochzeit wohl bald bevor, und dies ist die Aussteuer ihrer Braut? Es ist meine Aussteuer, sagte er fast mit etwas stolzer Betonung. Und wann die Hochzeit sein wird, das weiß Gott. Es ist ein Hindernis da, der Alte will nicht. Wir warten, schloss er resigniert. Ihre Braut ist doch mündig? fragte ich. Er musste unwillkürlich lächeln. Ja, mündig ist sie wohl, aber wo denken sie hin? Ohne den Willen des Vaters? Dabei ist kein Segen. Wir waren in das Wohnzimmer zurückgekehrt und setzten uns wieder. Es dunkelte, der Regen prickelte ans Fenster, und auf dem Tisch sang leise der Wasserkessel über einer kleinen Spiritusflamme. Die Dämmerung schien ihm Mut zu machen. Er rückte ein paar Mal auf seinem Stuhl hin und her und begann dann, Sie sind mein Landsmann. Sie sind nicht wie die anderen und lachen nicht immer über Dinge, die einem gar nicht lächerlich sind. Es mag wohl sein, dass den Leuten manches an mir schnurrig erscheint, aber ich bin von Jugend auf allein meinen Weg gegangen und niemand hat mir beigestanden. Andere können sich wehren, aber das ist mir nicht gegeben. Wenn ich harte Worte höre oder hässliches Gelächter, so macht es mich stumm und traurig, und ich habe ein Gefühl, als ob ich mich verkriechen möchte. Aber wenn man auch jahrelang in der Einsamkeit hinlebt und sich daran gewöhnt, als ob es nicht anders sein könnte, so bleibt einem doch immer die Sehnsucht, sich einmal auszusprechen mit einem, der Anteil nimmt und nicht mit anderen sein Gespött darüber treibt. Sie wundern sich vielleicht, dass ich von Einsamkeit rede, da ich doch den ganzen Tag mit Menschen verkehre und mich den ganzen Tag mit ihnen unterhalte. Ach, dabei kann man doch auch sehr einsam sein. Er machte eine Pause, rührte ein wenig in seinem Glas, trank ein Schlückchen und fuhr dann fort Ich bin jetzt achtundzwanzig Jahre in Berlin, Zuerst besuchte ich das Gewerbeinstitut, und als ich dies verlassen hatte, fand ich gleich eine Stelle in der Fabrik, wo ich noch bin. Ich war damals zweiundzwanzig Jahre alt und ein bisschen lebenslustiger als jetzt, und verkehrte in einer Familie, deren einer Sohn mein Kollege war. Eines Tages im Juli war unter mehreren bekannten Familien eine Landpartie nach der alten Fischerhütte am Schlachtensee im Grunewald verabredet, und ich war auch eingeladen. Wir fuhren in einem Kremser, der natürlich, wie das immer ist bei solchen Gelegenheiten, gepresst voll war. Als ich endlich Platz gefunden hatte und mich umsah, da Durchfuhr es mich wie ein Schreck und gab mir einen Schlag auf das Herz, denn mir schräg gegenüber saß ein Mädchen, das ich wohl kannte, die aber nicht erwartet hatte. Zwar hatte ich sie nie gesprochen desto öfter aber gesehen, denn solange ich in Berlin war, seit drei Jahren, wohnte ich hier gegenüber. Als ich zuerst auf sie aufmerksam wurde, war sie 14 Jahre alt und noch ein Kind, das kurze Kleider trug. Trotzdem besorgte sie die ganze Wirtschaft des Vaters, der, obwohl ihm das ganze Haus gehörte, nur eine kleine Wohnung inne hatte und sich kein Mädchen hielt. Wenn ich an meinem Schreibtisch am Fenster bei der Arbeit saß, konnte ich, da die Straße nicht breit war, einen Teil der gegenüberliegenden Wohnung übersehen, und hatte meine Freude daran, mit welchem Fleiß und Ernst und welcher hausmütterlichen Verständigkeit das Kind bei der Arbeit war. Auch auf der Straße sah ich sie zuweilen, wenn sie mit wichtiger Miene und einem großen Korb auf den Markt ging, wo sie trotz ihrer Jugend geschickt einzukaufen wusste und mächtig zu handeln verstand wie eine alte. Niemals sah ich sie müßig, denn wenn alle andere Arbeit, wie Reinemachen, Fegen, Scheuern, Einholen und Kochen besorgt war, saß sie am Fenster und nähte oder strickte mächtige graue Strümpfe für den Alten oder zarte weiße für sich. Ich dachte mir, das müsse einmal eine ganz ausgezeichnete Hausfrau geben und stellte mir vor, so müsse meine Mutter als Kind gewesen sein. Auch sah sie öfter zu mir herüber, und wenn ich ihr auf der Straße begegnete, da merkte ich, dass sie mich kannte. So waren drei Jahre vergangen. Sie war siebzehn Jahre alt geworden und nun saß sie mir mit einem Mal ganz unerwartet gegenüber und wir wurden beide rot, ohne recht zu wissen, warum. Ich muss nur gleich sagen, dass sie nicht hübsch war. Aber doch mochte man sie gerne ansehen, weil sie so eine angenehme Güte in ihrem Gesicht hatte. Sie schien sich nicht behaglich zu fühlen, da sie ganz gegen ihre Gewohnheit nichts zu tun hatte. Aber es dauerte nicht lange, da hatte sie sich ein zweijähriges Kind geholt, das mit bei der Partie war und immer schrie, obwohl oder vielmehr weil es von seiner unverständigen Mutter fleißig zur Ruhe geknufft und geschüttelt wurde. Bei ihr war es gleich still, sah sie mit großen Augen von unten auf an und benahm sich sehr gnädig. Sie behielt es den ganzen Weg lang und machte ihm was vor und benahm sich sehr niedlich und mütterlich. Auf der alten Fischerhütte wurde natürlich zunächst mächtig viel Kaffee gekocht und der mitgebrachte Kuchen ausgepackt. Als man damit fertig war, beschloss man im Walde gesellschaftliche Spiele zu spielen. Ich war dazwischen an den See gegangen, und hatte mich dort ein wenig umgesehen. Denn meine Vaterstadt liegt an einem großen See. Und darum hab ich so gern den kräuterigen Geruch am Seeufer und höre gern, wie die kleinen Wellen ans Land plätschern und das Rohr dazu raschelt. Als ich wieder zurückkam, war die Gesellschaft schon weg. Einer musste aber doch bei den Sachen bleiben und dazu hatte sich das junge Mädchen mein Gegenüber erboten, was ihr natürlich wieder ähnlich sah. Das kleine Kind hatten sie auch bei ihr gelassen. Es saß auf der Erde, hatte in der einen Hand ein Stück Kuchen, in der anderen einen alten Blechlöffel und spielte ganz stillvergnügt mit Sand. Ich weiß nicht, woher ich den Mut nahm, aber ich fragte sie, ob ich ihr ein wenig Gesellschaft leisten dürfe. Und dann haben wir uns allerlei erzählt, dass wir uns eigentlich schon drei Jahre kennen und was für ein Geschäft ich hätte und wie eigen ihr Vater wäre und wo ich her wäre und ob ich auch noch Eltern hätte. Dabei strickte sie emsig einen weißen Strumpf und ich sah zu, denn wenn Mädchen oder Frauen stricken, das habe ich immer gern gesehen. Für mich ist der Strumpf ein fast unbegreifliches Kunstwerk und ich denke mir, die Frau, die den ersten Strumpf erfunden hat, muss unglaublich klug und geschickt gewesen sein wie dem Mädchen die Finger ging. Zwar sehr zart waren diese natürlich nicht, dazu musste sie zu viel arbeiten, aber fix und zierlich sah es doch aus, wie sie die blanken Stricknadeln so emsig tanzen ließ. Dann aber wurde die Unterhaltung spärlicher, denn sie war an den Hacken gekommen und musste aufpassen. Da durfte ich sie nicht stören und sah ruhig zu, wie sie zählte und strickte. Nachher kam die Gesellschaft aus dem Walde zurück, und es ging wieder laut und lahmt her. Die Herren tranken Weißbier mit Luft und die Damen mit Himbeer. Es wurde gekegelt, geschaukelt und mit Ring nach dem Ziel geworfen und was solcher Vergnügungen mehr sind. Bei einer Nachhausefahrt gelang es mir, den Platz neben ihr zu erhalten, worüber ich sehr glücklich war und mir wünschte, dass die Fahrt recht lange dauern möge. Es war schon dunkel. Und da es ein wenig regnete, hatte der Kutscher auch die Außenleder heruntergelassen, so dass es niemand sah, dass sich ihre kleine, arbeitsreiche Hand in der Main hielt. Darüber war sie gar nicht böse, nur einmal sagte sie leise, Lassen Sie nur die Handschuhe nicht fallen. Denn diese hielt sie in derselben Hand. Nachher hatten wir noch einen weiten Weg, und da wir in derselben Gegend wohnten, brachte ich sie nach Hause. Ich begreife noch heute nicht, woher ich die Kühnheit nahm, aber es war so einsam auf der Straße, und vor ihrer Haustür lag ein so tiefer Schatten, und es kam so ganz von selbst, dass wir uns beim Abschied küssten. Nachher konnte ich vor Glück lange nicht einschlafen. Seit diesem Tage betrachteten wir uns als miteinander verlobt, obwohl es noch niemand wissen durfte, da an eine Heirat noch lange nicht zu denken war. Denn ich hatte damals nur zwanzig Taler monatlich. Aber wir waren beide noch sehr jung und konnten warten. Es war das Beispiel Jakobs, was mich veranlasste, mir gleich sieben Jahre vorzunehmen. So lang hatte dieser gedient um Rahel, und dann noch nicht einmal die Rechte bekommen. So war ich denn fleißig und sparte, so viel es bei dem knappen Gehalt möglich war doch dieses stieg allmählich, und ich konnte bald mehr zurücklegen. Nach sieben Jahren hatte ich eine Einnahme von fünfhundert Talern jährlich, und über tausend hatte ich zurückgelegt. Wie das möglich war bei der knappen Einnahme werden Sie kaum begreifen, aber ich brachte es fertig, indem ich jede unnütze Ausgabe vermied. Nun dachte ich, dürfte ich es wagen, denn ich konnte nötigenfalls sogar auf eine Aussteuer verzichten, ich war jetzt neunundzwanzig Jahre alt und meine Braut vierundzwanzig, das war ein gutes Alter zum Heiraten. Wir trafen uns jeden Sonnabend, wenn der Vater regelmäßig seinen Kegelclub besuchte und nicht vor elf Uhr nach Hause kam. Wir gingen dann spazieren, in der guten Jahreszeit vor dem Schönhauser Tor, wo die Windmühlen stehen und noch Kornfelder sind. Im Winter aber in der Stadt, und wir unterhielten uns von der Zukunft. Als ich ihr nun bei solcher Gelegenheit sagte, dass ich nächstens kommen und mit ihrem Vater sprechen wollte, da erschrak sie doch sehr. Ach, wenn es nur gut abläuft, meinte sie, er hat solchen Stolz als Hausbesitzer. Das war nun eigentlich gar nicht nötig, denn er gehörte damals noch zu der Sorte, den jede leerstehende Wohnung schlaflose Nächte macht und die von dem geringen Überschuss, der ihn nach der Auszahlung der Hypothekzinsen bleibt, sich mühsam durchbringen. Er hatte einen einträglichen kleinen Grünkramhandel betrieben und machte es wie viele in Berlin. Als er ebenso viel erworben hatte, dass er die notwendige Anzahlung leisten konnte, kaufte er ein Haus und setzte sich damit zur Ruhe ging in einem blauflanellenen Schlafrock, einer gestickten Hausmütze und auf Filzparisern mit einer langen Pfeife herum und dachte Tag und Nacht darüber nach, wie er seine Mieten höher schrauben könne. Ich faßte aber dennoch Mut, ging mit großem Herzklopfen zu ihm und trug ihm mein Anliegen vor, was mir nicht leicht wurde denn er betrachtete mich die ganze Zeit über mit schrecklichen Blicken und wurde immer röter verwut und paffte fürchterlich aus seiner Langpfeife. Dann brach er los und gab es mir. Wenn er seine Töchter jemandem geben wolle, dann wäre die Aussteuer seine Sache. Mit meinen sechs Dreiern die einzige Tochter von einem Hausbesitzer zu angeln, das könnte mir wohl passen, was ich denn weiter wäre als so ein studierter Schlossergesell, der sich Wunder was einbilde, wenn er sich Ingenieur schimpfen ließe. Und brauchte viele harte Worte, worauf ich nicht antworten konnte, wodurch seine Wut noch immer größer wurde. Vielleicht, wenn ich ihm in derselben Weise hätte antworten können, wäre die Sache noch zurechtgekommen. Da mir das aber versagt ist, so redete er sich schließlich so in Zorn, dass er mich sozusagen hinauswarf. Das gute Mädchen hatte im Nebenzimmer alles gehört. Sie drückte mir am Korridor im Vorübergehen schnell die Hand und sagte, Ich warte, ich warte auf dich, und wenn es zwanzig Jahre dauert. Den Mut, noch einmal um sie anzuhalten, habe ich seitdem nicht wiedergefunden, und wir warten noch immer. Am Sonnabend werden es nun fünfundzwanzig Jahre, seit wir uns an der alten Fischerhütte getroffen haben. Wir kommen noch immer jeden Sonnabend zusammen und gehen miteinander die alten Wege. Zu sagen haben wir uns nicht mehr viel, aber wir freuen uns doch, dass wir beieinander sind. Da mein Gehalt in dieser Zeit immer ein wenig stieg, so habe ich mir jetzt über zehntausend Taler erspart, und die Aussteuer steht fix und fertig da, so dass wir jeden Augenblick heiraten könnten. Ja. Der alte Gram schwieg, rührte wieder in seinem Glas und trank den Rest des kalt gewordenen Grocks aus. Der Regen prickelte einförmig auf dem Fensterblech. Es war ganz dunkel geworden, und. Nur die kleine Spiritusflamme unter dem leise singenden Kessel verbreitete einen matten Schein. Ich dachte ihn zu ermutigen, wenn ich sagte: "Lieber Herr Gram, jetzt steht denn doch die Sache ganz anders. Sie haben ein sehr nettes kleines Vermögen und wenn Sie jetzt kommen würden, Ihre Braut ist doch auch schon ziemlich alt, zweiundvierzig Jahre. Da wird es doch am Ende hohe Zeit, wenn..." Obwohl ich es wegen der Dunkelheit nicht sehen konnte, so fühlte ich doch sozusagen das unbeschreibliche Grinsen, das ihm um die Lippen spielte. Oh nee nee nee, sagte er, während er die Hand abwehrend in der Nähe seines Ohres schwenkte. Oh nee nee. Bei dem Alten haben sich die Zeiten auch verändert. »Sein Haus ist mächtig im Preis gestiegen. Er hat es mit großem Vorteil verkauft und hat nun ein neues, sehr schönes Haus in guter Gegend und ist ein gemachter Mann, mit ner dicken, goldenen Uhrkette, und er trinkt jeden Mittag seine Flasche Rotsporn.« »Wir sind noch ebenso weit auseinander wie früher. Nee, nee, wir warten, wir sind daran gewöhnt. Der Alte kann ja auch nicht ewig. Äh, doch sowas soll man ja nicht einmal denken.« diese bemerkenswerten Geständnisse machte mir der alte Gram gerade um die Zeit, als ich meinen alten Freund Leberecht Hühnchen, der damals ebenfalls in der Gartenstraße wohnte, zum ersten Mal wieder aufgesucht hatte. Als ich am folgenden Tage zufällig mit ihm zusammentraf, konnte ich nicht umhin, ihm die Geschichte dieser fünfundzwanzigjährigen Verlobung zu erzählen, da ich wusste, dass sie seiner Teilnahme gewiss sei die armen, einsamen Menschen, sagte er. Sie haben alles in sich verschlossen und niemanden gefunden, der sich ihrer angenommen hätte. Solche Menschen müssen einen Freund haben, der für sie handelt. Ich will nicht Hühnchen heißen, wenn dieser Freund nicht jetzt gefunden ist. Aber was nun zunächst zu geschehen hat, das ist dir hoffentlich ebenso klar als mir, teuerster. Was? dabei sah er mich an und leuchtete mit den Augen, wie nur er es konnte. Da ich nicht ahnte, welchen kühnen Sprung sein findiger Geist wieder gemacht hatte und wo er hinaus wollte, so sagte ich gar nichts und blickte ihn nur verwundert an. Du weißt, was auf der Hülse meines Bürobleistiftes eingegraben ist, sagte er dann. Ach, mein Wahlspruch. Man muß die Feste feiern, wie sie fallen. Denkst du denn, ich werde mir die Feier einer silbernen Verlobung entgehen lassen? Ein Fest von ganz unbeschreiblicher Seltenheit, gegen das eine diamantene Hochzeit einfach verschwindet. Denke nur, welche Treue und Ausdauer dazu gehört. Gummilastikum ist ja gar nichts dagegen. Soll dieser seltene Tag unbeachtet in den Orkus sinken? Nein, das sei ferne von mir. Ja, sagte ich sehr zweifelhaft, aber wie und wo? Und wenn der alte Gram und seine Braut nicht wollen? Na, das wie, lass meine Sorge sein, rief Leberecht Hühnchen. Und wo? Äh, natürlich bei mir. Mir schwebt schon sowas vor wie Engel mit goldenen Flügen, äh, italienische Nacht und Erdbeerbowle. Oh, großartige Pläne durchkreuzen mein Gehirn, und wenn sie nicht wollen, dann müssen sie breitgeschlagen werden. Du musst dem alten Gram mit Sirenengesang so lange in den Ohren liegen, bis er mürbe ist. Denke doch nur, wie günstig die Sache liegt. Der bemerkenswerte Tag fällt gerade auf einen Sonnabend, wo das väterliche Ungetüm dem Gambrinus und dem Gott wie heißt er doch eigentlich, opfert. Sollen die beiden guten Leute an diesem seltenen Festtag etwa wieder vor dem Schönhauser Tore zwischen prosaischen Kornfeldern und herzlosen Windmühlen herumspazieren?« Nein, sie sollen diesen Abend verbringen unter freundlicher Teilnahme mitfühlender Seelen. Sie sollen an diesem Abend wissen, dass sie nicht allein sind und dass die innigsten Wünsche ihrer neuen Freunde gerichtet sind auf eine nahe Erfüllung ihres späten Glücks. Siehst du? So denke ich mir das. Obwohl ich sehr gut die Schwierigkeit erkannte, den alten Einsiedler zu diesem Besuch bei völlig unbekannten Leuten zu bewegen, so wusste ich doch, dass Hühnchen, wie man in Süddeutschland sagt, mich nicht auslassen würde, und machte mich, allerdings mit wenig Hoffnung, an die Arbeit. Ich fing die Sache mit der möglichsten Vorsicht an und umkroch das feste Lager seiner Vorurteile mit diplomatischer Schlauheit, wie ein Indianer auf dem Kriegspade. Als ich ihn so weit hatte, dass er in der Theorie zugab, eine Feier dieser fünfundzwanzigjährigen Verlobung in befreundetem Kreise würde keine üble Sache sein, da änderte ich meine Taktik, als er meinte, dieser befreundete Kreis fehle leider, denn seine Braut und ich seien die einzigen Menschen, die nicht über ihn lachten. Da begann ich listig, das Lob meines Freundes Hühnchen zu singen, von dem ich ihm schon vorher manches erzählt hatte. Ich schilderte ihm den Abend in Hannover, wo wir auf dem gebirgigen Sofa Tee tranken und uns für dreißig Pfennig einen vergnügten Abend machten, und weckte mit der Darstellung dieser freudigen Genügsamkeit einen Widerhall in seiner eigenen, bedürfnislosen Seele. Ich sprach von dem menschenfreundlichen Sinn der Familie Hühnchen, und von dem ständigen Sonnenschein, der in ihr herrschte, ich schlug die Harfe zu ihrem Ruhm so gut ich konnte, und schließlich rückte ich mit meinem Vorschlag heraus. Da fing aber der alte Gram an, sich mächtig zu wehren. Drei Tage lang kämpften wir miteinander, und wohl hundertmal hörte ich in dieser Zeit sein abwehrendes Oh, nee, nee, nee. Schließlich musste ich doch Hühnchen zur Hilfe rufen. Wir spannen einen Komplott. Der alte Gram wurde von mir auf das berühmte Stiefelknecht-Beefsteak eingeladen. Und als wir gerade im besten Schmausen waren, kam Hühnchen ganz zufällig drüber zu und war sehr erfreut, die werte Bekanntschaft zu machen. Ihm persönlich widerstand der alte Einsiedler keine Viertelstunde lang. Vor diesem Sonnenschein schmolzen seine Bedenken wie Butter dahin und nach kurzer Zeit erklärte er sich unter einem Grinsen, um das ihn der alte Luzifer selber hätte beneiden können, zu allem bereit. Ich war der Erste, der am Abend des 15. Juli etwas vor der festgesetzten Zeit, 8 Uhr, in Hühnchens Wohnung eintraf. Ich fand ihn allein eifrig beschäftigt mit der Herstellung von Erdbeerbowl in einem mächtigen Glaspokal, der mir sonderbar bekannt vorkam, obwohl ich wusste, dass er als Bowlengefäß mir bis dahin noch nicht begegnet war. Er war hergestellt aus rot überfangenem Kristallglas, nach einem bestimmten Muster waren in diesen roten Überzug Kreise eingeschliffen, die in dem darunterliegenden durchsichtigen Glas konkave Vertiefungen bildeten und alles, was sich ringsum befand, unzählige Mal in komischer Verkleinerung widerspiegelten. Setze dich, Teuerster, sagte Hühnchen. Du musst einstweilen mit mir allein Vorlieb nehmen. Frau Lore ist in ihrem Atelier und dichtet Butterbrote. Keine derben berlinischen Schinkenstuhlen, wofür Mutter Gräbert im Vorstädtischen Theater berühmt ist. Nein! Zarte mecklenburgische Laubblätter mit viel drauf und von einer Abwechslung, die nicht ohne Studium erreicht worden ist. Zwölf verschiedene Arten hat sie herausgebracht. Die Kinder sind aus geheimnisvollen Gründen überhaupt nicht sichtbar. Ich grübelte noch immer über den sonderbaren Glaspokal nach. Das Ding, das kannte ich doch. Mit einem Mal wurde ich auf ein Plätschern aufmerksam, das aus einer dunklen Ecke tönte. Ich trat näher und fand dort eine Waschschüssel, in der zwei Goldfische schwammen, und in demselben Augenblick brach ich in ein schallendes Gelächter aus. Hühnchen erkannte sofort den Grund und machte eines von seinen allerpfiffigsten Gesichtern. Na, allzeit erfindungsreich zu sein, sagte er, ist die Haupteigenschaft eines guten Ingenieurs. Ein solch opulentes Gerät wie eine Bowl befindet sich nicht bei unserer einfachen Aussteuer. Jedoch besitzen wir dies köstliche Goldfischglas. Die gute Tante Julchen vermachte es uns. Es dient unseren Goldfischchen zur pomphaften Wohnung. Ich denke, die bescheidenen und einfachen Tierchen treten es uns für diesen feierlichen Zweck gerne ab. Sie sind zwar stumm, aber könnten sie sprechen? So würden sie, denke ich, sagen: "Oh, bitte Herr Hühnchen, es soll uns eine Ehre und ein Vergnügen sein." Ich war unterdessen auf den Balkon hinausgetreten, auf dessen winzigem Raum Hühnchen seine Blumenzucht betrieb. An den Gitterstäben rankten Winden empor und rechts und links stand ein blühender Oleander. An der Handleiste des Geländers waren durch Drähte eine Reihe von Töpfen mit Linaria cymbalaria angebracht, deren blühende Ranken weit herniederhingen. Dass diese genügsame Felsenpflanze Hühnchens Liebling war, konnte man sich wohl erklären. Sie, die aus der kümmerlichsten Mauerritze mit einer Fülle von zierlichen Ranken und niedlichen Blüten hervorquillt, war ein Bild seines eigensten Wesens. Jedoch, dies alles war mir bekannt und fiel mir nicht auf, aber neu waren mir zwei kleine, bunte Papierlaternen, die an den Oleandern hingen. Hühnchen stand plötzlich hinter mir. Vorbereitungen zur italienischen Nacht, sagte er. Er wollte noch mehr Erklärungen geben, wurde aber unterbrochen, da Frau Lore mit einer mächtigen Schüssel aus der Küche kam, auf der eine gewaltige Kuppel der verschiedenartigsten Butterbrote prangte während zugleich die Türglocke ging und den alten Gram mit seiner Jubelbraut ankündigte. Mit rührender Herzlichkeit wurden sie von den beiden guten Leuten empfangen, so dass die erste Befangenheit sich bald verlor. Der alte Gram war in einen etwas fadenscheinigen, aber wohlgebürsteten schwarzen Anzug gekleidet, der schon vor zehn Jahren nicht mehr modern war, und grinste ungemein, seine Braut, ein schüchternes, ältliches, unscheinbares Wesen, trug ihr Schwarzseidenes, dem man ansah, dass es schon wer weiß wie oft durch irgendeine kleine, geschickte Änderung in bescheidener Weise den Ansprüchen der Mode gefolgt war. Mit großer Mühe wurde das Brautpaar auf den Ehrenplatz genötigt. Hühnchen war unterdessen verschwunden. Nach kurzer Zeit kam er zurück und ließ die Tür zum Nebenzimmer hinter sich auf. Frau hatte sich ans Klavier gesetzt und spielte etwas Feierliches. Das Brautpaar sah ängstlich und erwartungsvoll aus. Dann traten Hühnchens Kinder ein. Hans und Frieda im Alter von sechs und fünf Jahren. Sie trugen lange weiße Gewänder und goldene Flügel, die der erfindungsreiche Hühnchen sehr kunstvoll aus Pappe und Goldbronze angefertigt hatte, und stellten, wie sie nachher selbst verkündigten, die Liebe und die Treue dar. Die Liebe trug einen roten Gürtel und einen Rosenkranz, die Treue einen blauen und einen Kranz von Vergissmeinnicht. Sie sprachen mit ihren frischen Kinderstimmen einige wohlgemeinte Verse von Liebe und Treue, die immer beieinander sein müssten und die sich hier bewährt hätten durch fünfundzwanzig Jahre. Sie wären gekommen auf goldenen Flügeln von ihren himmlischen Höhen, um diesen guten Menschen selber zu danken? und ihnen den baldigen lohn zu wünschen für geduldiges ausharren in liebe und treue und brächten als ein zeichen ihrer höchsten gunst der braut den kranz und dem bräutigam den strauß von immergrün möge er sich bald in zart blühende myrten verwandeln und der einst nach weiteren fünfundzwanzig jahren in echtem silberglanze schimmern so zählten die beiden kinder gewissenhaft ihre verse ab und blieben nicht einmal stecken was hühnchen sichtlich mit großem stolze erfüllte der alte gram aber bot einen wunderlichen anblick dar denn diese kleine huldigung hatte ihn überrumpelt und er war ihr sichtlich nicht gewachsen während er die hand seiner braut unausgesetzt streichelte starrte er krampfhaft vor sich hin und unter seiner brille hervor wie kleine runde perlen eine hinter der anderen die Tränen über seine Wangen. Und dazu lächelte er so fürchterlich ironisch wie noch nie in seinem ganzen Leben. Nachher war es hübsch zu sehen, wie die beiden verkümmerten, ältlichen Leute jeder eins der hübschen Engelskinder auf den Schoß nahmen und mit welken Lippen die festen Rosenmünchen küssten und lieb mit ihnen waren, so gut sie es vermochten. Dann aber, nachdem der innere Mensch sein Teil erhalten hatte, kam der äußere an die Reihe. Und dem Inhalt des Goldfischglases und den von Frau Lore köstlich gedichteten Butterbroten ward alle Ehre angetan. Als es dunkelte, zündete Hühnchen heimlich seine beiden Papierlaternen an, und wir genossen die Reize der italienischen Nacht. Dabei kam noch ein von Hühnchen gemaltes Transparenz zum Vorschein, zwei Herzen an einen höchst dauerhaften Pfeil gespießt, darüber eine große 25 und darunter das mathematische Zeichen der Unendlichkeit. Sehr sinnreich, was? meinte Hühnchen zu mir. Der alte Gram wurde ganz ausgelassen und gesprächig. Zum ersten Mal in seinem Leben war er mit seiner alten Liebe unter freundlichen, teilnehmenden Menschen. Und sein einsames, verschüchtertes Gemüt schwelgte in der für ihn so seltenen Empfindung, die durch das goetische Wort ausgedrückt wird: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Unausgesetzt rieb er leise seine knochigen Hände umeinander und sein ständiges ironisches Lächeln bekam einen deutlichen Stich ins Lebenswürdige. Als Hühnchen eine kleine komische Rede hielt, lachte er sich fast um Verstand und Besinnung, und in der Freude seines Herzens trank er, um doch etwas zu tun, vielleicht öfter, als er es gewohnt war, sein Glas leer. Er brachte sogar eine ganz manierliche kleine Rede auf die Familie Hühnchen zustande, wobei er sich zum Schluss allerdings ein wenig verhedderte, sich aber durch einen kühnen Sprung in ein plötzliches, dreimaliges Hoch glücklich rettete. Zuletzt, als der Pegelstand in dem Goldfischglas sich sehr bedenklich dem Nullpunkt näherte, wurde er gerührt. Und dann übermannte es ihn. Plötzlich legte er den Kopf auf den Tisch und fing an, ganz erbärmlich zu schluchzen. Die erschrockene Braut fragte verwundert Johannes, was ist dir? Hühnchen sprach zu ihm und versuchte ihn zu begütigen, allein anfangs war nichts aus ihm herauszubringen. Endlich schluchzte er mühsam hervor, dass es, dass es so, so gute, gute Menschen gibt. Es gelang uns, ihn allmählich zu beruhigen, doch fand er seine Heiterkeit nicht wieder. Er blieb ein Gemisch aus Wehmut und Scham und selbst das stereotypische Lächeln, das ihn, wie ich glaube, sonst auch nicht im Schlaf verließ, war verschwunden jedoch die Zeit war abgelaufen, die der Jubelbrat zur Verfügung stand, und unter gerührtem Dank und vielen Händedrücken entfernte sie sich mit ihrem leidlich getrösteten, aber noch sehr weich gestimmten Johannes. So, das war der erste Streich, und der zweite folgt sogleich, sagte Hühnchen und rieb sich befriedigt die Hände. Na, ich denke, ehe acht Tage vergehen, werden wir schon ein Stück weiter sein. Ich plane große Dinge und kühne Taten. Doch das ist einstweilen noch Geheimnis. Zunächst wollen wir den Goldfischen wieder zu ihrem Rechte verhelfen. Somit tranken wir unter heiteren Gesprächen und in behagliche Wiederholung der Hauptmomente dieses seltenen Festes den Rest der Bowle aus, und nachdem wir den freudig plätschernden Goldfischen ihre rechtmäßige Wohnung wieder eingeräumt hatten, begab ich mich sehr befriedigt von diesem Abend durch die warme Sommernacht nach Hause. Es war an einem Sonntagnachmittag, acht Tage später, als Hühnchen plötzlich in meine Wohnung gestürmt kam, ganz rot vor freudiger Aufregung. »Weißt du, wie mir zumute ist?« sagte er. »Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Ja, wenn ich nicht wüsste, dass solches dir entsetzlich ist, würde ich dir einen furchtbaren Kuss geben. Sie haben sich, sie kriegen sich, und ich allein hab's gemacht.« ich komme soeben her, in den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Und selbst das alte Ungetüm von Vater schnuckte ganz gerührt. Er ist übrigens gar nicht so schlimm, wie der alte Hasenfuß in sich immer gedacht hat. Ich glaube, wäre er ihm nur früher ordentlich zu Leibe gegangen, so säß er längst im warmen Nest und hätte sieben Kinder oder mehr. Na, äh, doch ich will nach der Reihe erzählen. Ich kenne nämlich einen von den alten Hechten aus dem bewussten Kegelclub. Von dem ließ ich mich für gestern Abend einschmuggeln, mit der Absicht, mich an den widerborstigen Hausbesitzer und Brautvater heranzuschlängeln. Das gelang mir auch. Ich hatte mich auf eine Anzahl von meinen besten und lustigsten Geschichten eingeübt. Die gab ich ihm so nach und nach zum Besten und gewann seine Gunst dadurch. Er lachte darüber, dass er beinahe den Schlag kriegte und hatte die Gnade zu bemerken, ich sei die putzigste Kroke, die ihm jemals vorgekommen sei. Ja, ich zog meine gemeinsten Seiten auf und bewunderte den Verstand und die Umsicht, mit der er es zum Hausbesitzer in einer so vornehmen Gegend gebracht habe. Ich ließ zart durchblicken, dass Hausbesitzer in meinen Augen ungefähr so etwas wie äh, Halbgott bedeute. Er fing an, mich für einen sehr verständigen Menschen zu halten und schenkte mir immer mehr sein Vertrauen. Ich musste mit von seiner Weißen trinken, und er bestellte mir eine Strippe dazu. Zuletzt hatten wir uns so angefreundet, dass ich ihn nach Hause begleitete. Das war es, was ich erreichen wollte, denn ich wusste, er hatte einen ziemlich weiten Weg, auf dem sich manches sagen ließ. Er stützte sich auf meinen Arm und schnurrte langsam auf seinen Zeugschuhen neben mir her. Sie haben noch junge Beine, sagte er. Mit meiner ollen Stelzen willet auch nicht mehr recht. Dies brachte mich auf körperliche Pflege, und ich fragte nach seiner Familie. Na, seine Alte sei schon seit 29 Jahren tot, er hätte bloß noch eine Tochter, die warte auf ihn. Nicht verheiratet, fragte ich. Nee, sagte er, die ist wohl nicht für Männer gedacht. Anträge hat sie sie ja gehabt, aber die wollte ja nicht. Vor langen Jahren war mal einer bei ihm, so ein Ingenieur, den mochte sie, aber mh, der hatte nichts vorzuweisen. Ja, er dachte, es wär eine Olle Null, denn nach einer Weile tat er das Maul nicht mehr auf und lief weg, und er kam auch nicht mehr wieder. Ja, so sei seine Tochter schon ein altes Register. Wie hieß der Mann? fragte ich. Und er meinte sowas wie äh Kummer. Vielleicht Gram? fragte ich. Ja, richtig Gram, sagte er. Na, das ist ja Hose wie Jacke. Ich erwiderte, den Mann kenne ich, ein sehr ordentlicher und sparsamer Mann, der hat sich von seinem Gehalt seit jener Zeit über zehntausend Taler gespart. Na, zehntausend Taler ist nicht viel, meinte er, aber äh, es ist schon was. Ich ließ nun einstweilen den alten Gram fallen und sprach mein höchstes Bedauern darüber aus, dass seine Tochter nicht verheiratet sei verbreitete mich mit wahrhaft glänzender Beredsamkeit über die Bestimmung des Weibes und schilderte Großvaterfreuden in dem glänzendsten Licht. Der Alte knurrte bloß. Endlich sagte er, als ich gar nicht nachließ, ja, das ist ja alles ganz schön, aber, ja, was nicht ist, ist nicht. Und da sagte ich, aber es kann noch werden. Ich nahm meinen mächtigen Anlauf und ging mit Hurra vor. Mit übernatürlicher Geschicklichkeit, die mich heute noch mit Staunen füllt, brachte ich ihm alles bei und ließ ihn gar nicht zu Wort kommen, so hageldicht fielen meine Beweisgründe. Ich traf mindestens zwanzig Nägel auf zwanzig Köpfe, dann merkte ich, wie es bei ihm mit Grundeis ging. Endlich knurrte er sowas wie zehntausend Taler sind nicht viel, aber es ist schon was. Ja, und 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 die Betty hat schon das vierte Mal geheult, neue Nüpe ist er aber doch. Tja, und das war die weiße Fahne. Und ich zögerte nicht, die Kapitulationsbedingungen festzustellen. Erst wollte er sich noch lange besinnen und Bedenkzeit haben, aber damit kam er nicht durch. Fünfundzwanzig Jahre und eine Woche haben die jungen Leute gewartet, sagte ich. Das ist genug. Ja, und so haben wir denn heute Vormittag alles abgemacht. In vier Wochen ist Hochzeit. Hurra! Und in vier Wochen war wirklich Hochzeit. Wir sind beide dabei gewesen. Und jetzt, da ich dies schreibe, ist der alte Gram wirklich der alte Gram und ich seine Tochter schon Großvater. Und sein Sohn besucht das Polytechnikum. Und nächstes Jahr wollen wir seine selberne Hochzeit feiern. Ich denke, wir wollen dann ebenso lustig sein wie bei der silbernen Verlobung. Das war die Geschichte von der silbernen Verlobung. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.